Hallöchen ihr Lieben, in diesem kurzen Grundlagenvideo möchte ich euch den Makita Schlagschrauber vorstellen und seine Funktionen näher bringen. Viel Spaß dabei! Der Makita Schlagschrauber ist ein wahres Monster. Unter den Schlagschraubern mit 160 Newtonmetern haut er die Schrauben, also die längsten Schrauben, ins härteste Holz hinein. Das Set, welches ich jetzt ausgepackt habe und auch in der Beschreibung verlinke, ist noch ein Akkuschrauber dabei und eben dieses Bit-Set. Was ich noch dazu gekauft habe, ist dieses Torx-Set. Das benutze ich einfach sehr oft und da die doch langsam verbraucht werden, habe ich das immer dabei. Die Bits werden in den Bithalter eingesetzt, indem man den Ring nach hinten zieht. Andersherum, der Bithalter wird dann in den Akkuschrauber eingesetzt, indem man den Ring nach vorne zieht und dann sitzt er drinne. Er ist absolut einfach und sitzt absolut fest. Das Tolle ist, dass er auch noch magnetisch ist. Das heißt, die Schrauben halten einfach dran. Den schwarzen Ring hier kann man entweder nach rechts oder nach links drücken. Drückt man hier nach rechts, dann wird die Schraube reingedreht, rechts gedreht, nach links, andersrum. Die Geschwindigkeit wird durch den Druck vom Zeigefinger variiert. Also wenn ich leicht drücke, macht es ganz langsam. Und das ist wirklich schrittweise, muss man wirklich mit dem zarten Finger rangehen, wird es immer schneller, immer stärker. Und am Schluss, wie gesagt, ist ein Schlagschrauber, schlägt er auch wirklich die Schrauben rein, das ist unglaublich. Die Taschenlampe vorne oder diese LED-Leuchte ist hervorragend, ist über dem Zeigefinger, das heißt, die stört nicht und leuchtet die Schraube wunderbar an. Drücke ich hier unten auf diese Batterieknopf, sehe ich, wie weit der Akku noch aufgeladen ist, dass ich rechtzeitig merke, wann ich ihn austauschen kann. Jetzt habe ich hier einen 4 Ampere Akku drauf, eigentlich reicht noch 1,5. Wirklich toll ist dieser Haken hier, da kann ich die Makita an den Gürtel hängen, kann mit beiden Händen frei arbeiten. Hier seht ihr kurz zwei Beispielvideos, einmal mit längeren Schrauben, erstmal hier übers Magnet, wie es hebt und dann wie ich eine längere Schraube ins Holz reinsetzen kann. Am Schluss hört ihr auch dieses Schlagen vom Schlagschrauber, dass man wirklich gucken muss, dass der nicht zu tief die Schraube im Holz versenkt. Das andere Beispiel ist jetzt ein kleineres, dünneres Schräubchen, was ich langsam versuche, in das Holz einzusenken. Also wie gesagt, vorsichtig mit dem Finger rangehen. Neben dem Akkubohrer und dem Akkuschrauber beinhaltet das Set noch ein Ladegerät. Der Akku wird ganz einfach aufgesteckt. Indem man den weißen Hebel hochhebt, kann er wieder abgezogen werden. Das Ladegerät hat eine Kühlung und hat einen Überladungsschutz, also alles sehr professionell und gut gemacht. Wenn man fertig ist, einfach wieder Bit abziehen, aufräumen, in den Koffer stecken. Also ich kann dieses Set wärmstens empfehlen. Vor allem der Akkuschrauber hat es mir einfach angetan. Mit dem Akkubohrer kann man meiner Meinung nach auch einen billigeren nehmen, aber dieser Akkuschrauber hat einfach wahnsinnig viel Kraft. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben schenkt. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, schreibt mir in die Kommentare. Und wollt ihr weitere Videos von mir sehen, dann abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.